Wonti, du weißt doch, dass der Schalker weltoffen, fair, sportlich und tolerant ist. Der gratuliert aus vollem Herzen. Ich habe heute noch keinen Menschen gehört, der so gelogen hat wie du. Borussia Dortmund war einfach die dominierende Mannschaft. Wir haben super Fußball gespielt. Die vom anderen Stern hier bei Bayern 3-1 gewonnen, war doch der helle Wahnsinn. Gratulation an die Mannschaft, an den Trainer Klopp und auch an Michael Zorc. Also erstmal muss man sagen, dass diese Truppe wirklich nicht nur jung ist, sondern auch richtig fit ist. Ich habe die paar Spiele gesehen, die laufen wie verrückt, also wirklich die 90 Minuten rauf und runter. Und es ist wirklich ein Team. Das ist ganz wichtig heutzutage, das stellt man immer wieder fest, da hilft einer dem anderen. Dann diese wenigen Gegentore mit Subotic und Hummels. Ich glaube, in dem Alter gibt es in ganz Europa kein besseres Innenverteidiger-Duo. Dann das Mittelfeld war das Beste in der Bundesliga. Und ich glaube ganz einfach, es war auch eine Saison der Rekorde. Ja, wir hatten sie schon auf der Rechnung, weil sie auch in der letzten Saison schon die beste Rückrundenmannschaft waren. Und da hat man gesehen, es wächst etwas zusammen. Jürgen Klopp hat zusammen mit Michael Zorc sehr klug die Mannschaft zusammengestellt. Und er hat natürlich auch Fähigkeiten, ein Team zu formen. Und sie werden auch im nächsten Jahr sicherlich einer der Titelanwärter sein. Nicht der Titelanwärter, aber einer der Titelanwärter sicherlich. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass ein Mann wie Jürgen Klopp so viel vereint, so viele Kriterien eines modernen Trainers erfüllt, wie kaum ein anderer in der Bundesliga. Der Klopp ist außerhalb des Raumes, in dem sie sich vorbereiten, ist ein lieber, netter Mensch, der gut mit den Spielern umgeht. In der Kabine, bei Sitzungen und Gesprächen, haut er richtig dazwischen. Die Spieler haben Respekt vor ihm. Das Bier, das bei den Schalke-Spielen übrig bleibt, in diesem riesigen Leitungssystem, das wird nach Dortmund rüber gepumpt und dort unter dem Namen Brinkhoff Nummer 1 verkauft. Aus Schalker Sicht, Manni, so ein Abwehrverhalten und so eine Grätsche, die ist natürlich auch nicht mit irgendeinem Bier zu erklären oder sonst was. Schalke also ist ja auch in einer besonderen Situation, da kannst du dir jetzt ein Ei drauf perlen, dass er, mein Gott. Ich finde, die ersten 35 Minuten waren ein absolutes Feuerwerk, war Fußball vom Feinsten und zeigt auch, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Wir sind sehr schwer in die Saison gekommen und sind pausenlos einem Rückstand hinterhergehechelt. Dann kam Verletzungspech dazu und ein Spielsystem, das sehr naiv angelegt war. Wir haben den Wert auf die Offensive gelegt und dabei vergessen, dass man die Meisterschaft gewinnt, wenn man in der Defensive gut organisiert ist. Ich glaube, dass die Spieler jetzt unter Jonker aufblühen, weil es vorher richtig Knechtschaft gab. Also ich würde gerne ein Kapitel beenden. Es gibt ja, glaube ich, irgendwo beim Konkurrenzsender die Sendung Schlag den Raab. Mhm. Und was bei uns in den letzten Wochen so abläuft, ist Schlag den Van Gaal. Mhm. Und ich glaube, dieses Kapitel sollten wir jetzt ein für alle Mal beenden. Wir sind sehr froh, dass wir unser Minimalziel und unser wichtigstes Ziel, den dritten Platz, jetzt innehaben. Und das wollen wir auch, diesen Platz wollen wir auch bis zum Ende verteidigen. Wann? Diese Frage habe ich mir gestellt. Sind Sie denn soweit, dass Sie dann mal in irgendeiner Situation den Startschuss geben? Also ich fände das blöd, wenn ein Präsident, der ja von seiner Funktion her gar nicht mehr so operativ dabei sein soll, jetzt dafür mit dazu beiträgt, entscheidend, dass der Trainer da weggeht. Herr Breugmann, Sie müssen natürlich eines sehen und das wissen Sie auch sehr gut. Sie sind ja ein Kenner des Fachs, dass der FC Bayern kein normaler Verein ist und auch kein normales Wirtschaftsunternehmen, aber dass er dennoch der erfolgreichste deutsche Verein ist. Und da gibt es natürlich eine Struktur, die wir jetzt haben mit Uli Hoeneß als Präsident, der sich nicht vom Amt des Managers zurückgezogen hat, weil er altersmüde oder müde von der Arbeit ist, sondern weil er den Verein neu strukturieren will. Und dass Uli Hoeneß nah am Verein bleibt, dass er als Ratgeber zur Seite steht, dass er auch in gewissen Situationen eingreift und eingreifen wird, ist für mich selbstverständlich und von allen gewollt. Das war uns von Anfang an klar. Für mich als Sportdirektor ist es klar, dass Entscheidungen für den Profibereich immer im Team getroffen werden. Wenn der Uli Hoeneß sich da bei Sky hinsetzt, ja, und pinkelt öffentlich den Trainer an, dann kriegen Sie doch Pickel in der Situation. Das ist doch... Oder zumindest einen Aggressionsschub würde ich kriegen.
Ich würde mir die Frage stellen, was macht er denn? Ihre Sprachwahl finde ich schon etwas aggressiv. Also zunächst einmal glaube ich, dass wir, ob Journalisten, Spieler, Trainer, Funktionäre, wir alle manchmal viel zu empfindlich sind. Also wir reagieren manchmal über, aber das gehört zum Emotionsgeschäft Fußball-Bundesliga absolut dazu. Dass sich Bastian Schweinsteiger in der Wortwahl total vertan hat, das hat auch Karl-Heinz Rummenigge und Christian Nerlinger zum Ausdruck gebracht. Ich finde, einem Spieler steht auch mal ein Schuss Emotionalität zu, gerade in so einem direkten Gespräch. Und da sollte auch die andere Seite nicht so sensibel sein, genauso wie wir nicht dünnhäutig sein dürfen. Wenn der FC Bayern München auf Platz 4 ist, aus dem Pokalwettbewerb ausgeschieden ist, aus der Champions League ausgeschieden ist, dann kommt Kritik. Das ist grenzenlos dumm, dass er sich dagegen gewehrt hat. Denn wenn er nichts dagegen dazu gesagt hätte zu dem Thema, ja, das wäre die taktisch beste aller Möglichkeiten gewesen. Das hätte in dem Artikel gestanden. Und dann wäre das irgendwie versickert. So weiß jetzt ganz Fußball-Deutschland, wir diskutieren ja schon wieder darüber, dass irgendeiner von Sportbild Chefchen gesagt hat. Und wichtig ist auch noch, das nur so als Nebenaspekt, es geht ja auch darum, von wem die Kritik kam. Denn wir wissen ja alle, in diesem Fußballgeschäft kannst du nicht besonders erfolgreich sein und nur in Ausnahmesituationen, wenn die Sonne von Bild und Sportbild nicht über dir scheint. Die Aussagen waren ja eindeutig. Natürlich wollen wir Manuel Neuer im Sommer verpflichten. Wir werden auch vieles bzw. alles versuchen, was in unseren Möglichkeiten besteht, weil wir von ihm als Torwart und auch als Persönlichkeit, als Charakter total überzeugt sind, dass er uns sehr gut zu Gesicht steht. Wenn es wieder erwartens im Sommer nicht passieren wird, dann werden wir alles versuchen, dass es im Sommer 2012 über die Bühne geht. Also ich habe den Eindruck, dass Manuel Neuer nächstes Jahr sehr gerne bei Bayern München spielt. Also ich persönlich finde, dass der Manuel Neuer bei Manchester United mindestens genauso gut aufgehoben wäre wie beim FC Bayern München. Es gibt nur ein Problem. Ja. Manuel Neuer will nicht nach Manchester und Manchester will Manuel Neuer nicht. Ja, das ist ein großes Problem in der ganzen Geschichte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als wenn er nicht so ganz gewusst hat, auf was er sich da einlässt, als Außenstehenden. Wobei uns, glaube ich, alle diese Verpflichtung sowieso überrascht hat, weil Heribert Bruchhagen gilt ja immer als sehr besonnen und überlegt. Und dann hat er doch für sehr viel Publicity gesorgt und bisher hat es nichts gebracht, muss man leider so sagen. Ja, wie die Tendenz jetzt ist, muss man sagen, es ist verpufft. Dieser Effekt, den man sich erhofft hat, dieser Impuls ist verpufft und die Tendenz geht Richtung zweite Liga. Die Mannschaft, die ich gestern gesehen habe in Mainz, die wirkte relativ früh in diesem Spiel schon leblos. Kein Aufbegehren, kein Aufbäumen, da fehlte die Leidenschaft, das, was du im Abstiegskampf brauchst. Gestern haben sie gespielt wie ein Absteiger. Um die Kurve zu kriegen, wird es natürlich jetzt ganz, ganz, ganz schwer. Du kannst im Prinzip mit Eintracht Frankfurt maximal nur noch 16. also in die Relegation kommen. Ich wollte mal grundsätzlich mit dem Thema aufräumen, dass Trainer die Wundermänner in der Bundesliga sind. Auch Christoph Daum nicht. Ich glaube auch, dass man Max Eberl ein Riesenkompliment machen muss. Er hat mit Lucien Favre zur richtigen Zeit auch den richtigen Mann für München-Gladbach gewinnen können. Und deswegen glaube ich auch, dass Gladbach noch gute Chancen hat, im Abstiegskampf zu entrinnen.